Hallo, ich bin mir sicher, vielen von euch geht es so wie mir. Wir wurden mit der Leidenschaft für den Fußball geboren. Fanden als Kind schon unseren Verein. Bei mir war es wie bei so vielen Dynamo Dresden. Ein Verein, dem man halt sein Leben lang treu bleibt. Ich hatte nun das Glück, in einer Zeit geboren worden zu sein, wo ich wenigstens teilweise noch die großen Zeiten miterleben konnte. Großartige Spieler noch live auf dem Rasen abstehen sehen, wie Dixi Dörner, Jörg Stübner, Atze Deschner, Hans-Uwe Pilz, Ralf Minge, Ulf Kirsten und. Ich konnte mit der SGD noch Pokalsiege feiern, die Meisterschaften zum Schluss unter Ede Geier und Reinhard Häfner, sowie vor allem, was unvergessen bleibt, diese Europapokalabende, als das Stadion schon Stunden vorher zum Bersten gefüllt war, keine Maus mehr reinpasste, die Giraffen strahlten. Bin mir sicher, so manch gegnerischen Spieler, wenn der raus auf dem Rasen kam zum Aufwärmen, wird der ein oder andere Schauer über den Rücken gelaufen sein. Zur Erinnerung an diese Zeiten habe ich ein Buch geschrieben, Das Leuchten der Giraffen. Keine Angst, es ist jetzt kein reines Fußballbuch, es reiht sich ja also nicht Fußballbericht an Fußballbericht, sondern es beleuchtet ganz allgemein auch unser Leben in der DDR, wie es so viele erlebt haben. Kindheit, Jugend. Ich denke doch, dass der eine oder andere wird hin und wieder schmunzeln oder mal in sich gehen, wenn dann so Dinge oder Begriffe auftauchen wie Jan und Tini auf Reisen, Dick Turpin, Timo und sein Trupp. Das Eis am Futschigplatz, was so lecker geschmeckt hat, oder das Laman-Sanatorium, wo die Russen drin waren, was am Ende oder überhaupt zusehends verfiel. Disco im Parkhotel oder Partys in Abrisshäusern am Postplatz. Also viele Dinge, was sicher nicht nur ich erlebt habe, sondern auch andere. Gewidmet habe ich das Buch Peter Kotte, dem ersten Helden meiner Jugend, dem das Schicksal in der DDR so übel mitgespielt hat. Ihr kennt alle die Geschichte, ich brauche dazu, glaube ich, nichts weiter sagen. Tragisch, traurig. Ich denke, ich lese einfach jetzt mal ein paar Zeilen daraus vor. Alle legten sich ins Zeug, als gäbe es keinen Morgen. Als der langmähnige Rönnberg Lippmann im Strafraum legte, nutzte Reinhard Häfner den Elfmeter eiskalt zur 1:0-Führung. Es war das 100. Tor in Dynamos Europapokalgeschichte. Die Malmöer wurden nervös, Dresden nur noch stärker. Dörner, Stübner, Häfner und Pilz sorgten für einen unglaublichen Wirbel. Martin war wie elektrisiert. Er sah Fußball total, der ihn an beste Vorstellungen der Nationalmannschaften Dänemarks und Frankreichs bei der Monate zuvor ausgespielten Europameisterschaft erinnerte. Ralf Minge, Jörg Stübner, der kleine Rackerer mit der Popperlocke, die er mit einer kurzen, ruckartigen Bewegung immer wieder lässig in die richtige Position fliegen ließ, sowie Hans-Uwe Pilz schraubten das Ergebnis auf 4:0. Es war Fußball zum Verlieben, der nur einmal einen kleinen, winzigen Dämpfer erhielt, als Magnusson den Pfosten traf. Am Ende, den Dynamo-Spielern waren nach dem furiosen Daueransturm ein wenig die Kräfte ausgegangen, wurde es noch einmal spannend. Als Lippmann Arvidsson faulte, verkürzte Rönnberg 8 Minuten vor Schluss vom Elfmeterpunkt auf 1:4. Das lärmende Publikum gab noch einmal alles. Immer wieder hallte das langgezogene Dynamo durchs weite Rund. Dann der Abpfiff. Es war geschafft. Unglaublicher Jubel. Martin hätte heulen können vor Glück. Es war das beste Spiel, das er je in diesem Stadion erlebte. Heim ging es mit dem Lumpensammler, den alle so nannten, weil es der letzte Zug der Nacht war. Kurz nach 1:30 betraten Martin und Tom wieder den Bahnsteig ihres kleinen Dorfes. Trotz der späten Stunde konnte Martin kaum einschlafen. Immer und immer wieder gingen ihm die Szenen des Abends durch den Kopf. Er erinnerte sich an den unvergessenen Kommentar Heinz-Florian Oertels, als Waldemar Czapinski 1976 als Führender ins Montrealer Olympiastadion einlief. Man möchte sich an den Zeiger der Geschichte hängen, um die Uhren anzuhalten, weil die Größe dieses Augenblicks für eine Momentaufnahme eigentlich viel zu schade ist. Diese Sprachgewalt drückte genau das aus, was Martin über das Spiel seiner SGD gegen Malmö FF dachte. Für einen Moment musste er schmunzeln, denn er stellte sich Oertel am großen Zeiger der Kopenhagener Kirchturmuhr hängend vor, so wie einst Egon Olsen bei Die Olsenbande steigt aufs Dach. Wir springen ein Jahr weiter. Unvergessenes Spiel für alle, die dabei waren. Pokalfinale 1985. SG Dynamo Dresden gegen Berliner FC Dynamo. Das Traumfinale schlechthin. Und nun schon zum dritten Mal innerhalb von 4 Jahren. Margot Honecker, die Volksbildungsministerin mit dem lila Schimmer im Haar, hätte es mit Sicherheit niemals zugelassen, dass eine Klasse den Wandertag dazu nutzt, um ein Fußballspiel zu besuchen. Auch dann nicht, wenn es in Berlin, der Hauptstadt der DDR, ausgetragen wird.
So musste vorher noch etwas Politisches ins Programm eingeschoben werden. Der Besuch des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park schien dafür besonders geeignet. Martin hörte zum 100. Mal die Geschichte von Nikolai Iwanowitsch Masalow, der Ende des Zweiten Weltkrieges ein Mädchen dadurch rettete, indem er es in seinem geöffneten Mantel auffing. Was für ein Held! Doch Martin wollte endlich seine Helden sehen, die Spieler der Mannschaft von Trainer Klaus Sammer. Schon die Fahrt auf der Autobahn war gigantisch. Von jeder Brücke winkten die Leute, schwenkten gelb-schwarze Fahnen. Der Anblick beim Betreten des Stadions der Weltjugend überwältigte ihn. Schwarz und Gelb all überall. Gut zwei Drittel der Zuschauer hielt zu Dresden. Martin konnte sich nur mit Mühe die Tränen verdrücken. Wie hätte das auch ausgesehen, man flennt doch nicht vor den Klassenkameraden. Als die Spieler ins Stadion marschierten, kannte der Jubel keine Grenzen mehr, schwoll zum Orkan an, der die Männer in den gelben Hemden wie auf Flügeln über alle Hindernisse hob. Haupthindernis war an diesem Juninachmittag eindeutig der Schiedsrichter, der immer und immer wieder zugunsten der Berliner entschied, die endlich das Doppel aus Meisterschaft und Pokal gewinnen sollten. Schließlich waren die Wimpel schon gedruckt und die Biergläser mit dem eingravierten Pokalsieg 85 warteten auf ihren Verkauf. Martin erlebte ein solches Spiel wie in Berlin nur selten zuvor. Fühlend, sehend und spürend, dass die eigene Mannschaft zwar überlegen ist, aber der Schiedsrichter klar etwas dagegen hat. So müde er sich mit Leibeskräften das Seine für die eigene Mannschaft zu tun. Und diese zahlte großartig zurück mit Wahnsinnstoren, mit tollem Fußball. Es war herrlich. Der Sieg schien bereits ganz nah. Vor allem freute es Martin für Ralf Minge, denn der hatte bereits ein reguläres Tor erzielt, welches der Schiedsrichter wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannte. Der Dynamo-Mittelstürmer lag nach dieser Entscheidung fassungslos auf dem Rasen und trommelte mit den Fäusten seine Wut förmlich in das Berliner Grün hinein. Die anschließenden Hassgesänge gingen Martin hinunter wie Öl. Heo, 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 wir hassen den BFC, wir holen uns den FDGB-Pokal und wir scheißen auf den Meister. Hallte es durchs Stadion und wurde durch die Mikrofone via Fernsehfunk bis in jeden Zipfel der Republik übertragen. Der Anschlusstreffer der Berliner Dynamos war nur noch Ergebniskorrektur. Ernst zog ungefähr vom Elfmeterpunkt aus ab und durch Jakus Beine fand der Ball den Weg ins Netz. Das nahm Martin kaum noch wahr. Längst ließ er sich treiben in diesem Ozean immer wieder aufbrandender Wellen tobender Dynamo-Fans. Die Wellen nahmen auf einer Seite des Stadions Anlauf, schlugen gegenüber auf und kehrten als brodelnder gelb-schwarzer Lavastrom zurück, der immer wieder für neue Hitzewellen sorgte und das Meer schier zum Überkochen brachte. Es war einmalig schön. Noch Minuten nach dem Abpfiff wurden die Dresdner Spieler mit stehenden Ovationen gefeiert. Und Martin war mittendrin. Jedes Jahr dasselbe, jedes Jahr dasselbe, der Pokal geht an die Elbe. So viel dazu. Wir spielten natürlich durch diesen grandiosen Sieg wieder im Europapokal, der Pokalsieger. Großartige Spiele, bis ins Viertelfinale. Auch das Hinspiel noch super, 2-0 gegen Bayer Uerdingen. Das Halbfinale schien zum Greifen nahe. Doch dann, ihr wisst es alle, folgte das Drama von Krefeld-Uerdingen. Doch das, was am Abend des 19. März 1986 geschah, konnte Martin nie wieder vergessen. Es war ein Spiel, welches selbst Jena gegen AS Rom und Rapid gegen Dynamo noch in den Schatten stellte. Dabei begann es so wunderbar. Bereits mit dem ersten Angriff ging Dynamo durch einen lehrbuchreifen Minge-Kopfball in Führung. DDR-Reporter Uwe Grandl euphorisch. Das lang ersehnte Tor ist schnell gefallen. Bis zum Halbzeitpfiff hatte sich die Mannschaft von Trainer Klaus Sammer einen beruhigenden 3-1 Vorsprung herausgearbeitet. 5-1 nach drei Halbzeiten, das Ding ist gegessen. Martin träumte bereits vom Halbfinale, als Wolfgang Funkel, dieser Fußballrübel, der Dresdens Torwart Bernd Jakubowski so brutal außer Gefecht setzte, Uerdingen durch einen verwandelten Elfmeter auf 2-3 heranbrachte. Plötzlich brachen alle Dämme. Eigentor Minge 3-3. Schäfer 4-3. Klinger 5-3. Nach diesem Treffer benötigten die Uerdinger 8 Sekunden, um sich den Ball von den Gelb-Schwarzen zurückzuerobern. Martin ging es wie dem fassungslosen Uwe Grandl. Ich wage kaum hinzuschauen. Und tatsächlich, Bayer bekam den nächsten Elfmeter. 6-3. Wie durch ein Wunder bäumte sich Dynamo noch einmal kurz auf, kam zu zwei tollen Chancen, die Uerdingens Torwart Vollack zunichte machte. Und dann lief Schäfer auf dem Weg zum 7-3 allen Dresdnern auf und davon.
Martin tat Ersatztormann Jens Ramme leid und er tat sich selbst leid. Es war unglaublich. Martin wäre am liebsten schreiend in den Wald gerannt. Am nächsten Tag befand sich die ganze Stadt im Schockzustand. In den wie immer vollen Straßenbahnen herrschte absolute Stille. Selbst die Frauen, die ja meist recht wenig vom Fußball verstehen, wussten, was am Abend zuvor passiert war und unterhielten sich nur flüsternd. In den Betrieben, Berufsschulen, Ämtern und Behörden sah es nicht viel anders aus. Dresden lebte vom und mit dem Fußball. Er war mehr als nur Passion, er war ein Lebensgefühl. Die Fußballer verwandelten mit ihren Siegen das Grau des Alltags in die schillerndsten Farben. Dynamo bestimmte den Rhythmus der Stadt. Hatte die Mannschaft gewonnen, liefen die Maschinen. Nach Niederlagen sank die Arbeitsproduktivität um ein Vielfaches. Es war nicht mehr auszuhalten. Eine solche sportliche Schmach hatte der Dresdner Fußball zuvor noch nie erlebt. Zu allem Ungemach, Niederlagen beim politischen Gegner wogen bekanntlich doppelt schwer, blieb auch noch Frank Lippmann drüben im Westen.